Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen, heute zu einer Spezialausgabe von Genuss aus Österreich. Wir sind da im Flätzberger Küchencenter Gundendorf, haben den Norbert Steiner zu Gast, der uns gleich verraten wird, was er heute für uns kochen wird, wo er herkommt. Und er sitzt eh neben mir. Lieber Norbert, servus. Hallo, freut mich, servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Aus welchem Betrieb kommst du eigentlich? Ich komme aus dem Goldenen Bründel, das ist in Oberrohrbach, in der Nähe von Stockerau. Ja, da bin ich schon seit 9 Jahren Küchenchef, gehört der Familie Knobel, die hat das seit 16 Jahren ungefähr. Wir sind eigentlich mitten im Wald, aber es geht bei uns trotzdem was ab, sagen wir mal so. Du bist ja Koch mit Leib und Seele. Ja, wie man sieht, ja. Also ich esse meistens das, was ich koche, das muss man schon sagen, das schmeckt mir ganz gut. Auf was dürfen wir uns heute freuen von dir? Heute gibt es einen Zander mit einer Plunzenterrine und einem Paprikakraut dazu. Ein Zander, natürlich irgendwo aus einem heimischen Gewässer, nehme ich an. Ja, ich habe da so eine kleine Fischzüchterin in der Nähe von Groß-Werkersdorf. Ich komme aus dem Weinviertel, ist im Weinviertel. Und die hat ab und zu ein paar schöne so Viecheln und den machen wir heute. Ja, dann darf ich vorschlagen, Norbert, wir begeben uns in die Flätzberger Aktivküche. Genau, dort gehen wir hin. Und wenn du was brauchst von mir, hilf ich dir gern. Aber ansonsten schau ich da ein wenig zu. Ein paar kleine Dienste wir schon für dich haben. Super. Passt. Ja. Passt. Okay. Alles dann. Traumhaft. Dazu habe ich uns mitgebracht aus dem Traisental, einen grünen Veltliner DRC vom Herzinger. Ich glaube, mit einem Dankeschön an dich, lieber Josef, kommt man mal anstoßen. Danke fürs Kochen, Josef. Prost. Prost.
Danke, dass wir bei dir sein dürfen, da im Fletzberger Küchencenter Gumpendorf. Josef, du bist ja nicht nur ein Küchenstudio, du bist ja auch eine Aktivküche, wie wir schon gesehen haben und wie der Norbert unter Beweis gestellt hat. Seit wann gibt es das da so in dieser Form? In dieser Form seit 2002. Und seit 2003 veranstalte ich hier regelmäßige Kochevents in meiner Aktivküche. Und deswegen kann ich auch als Küchenstudie die praktische Seite genauso beraten wie den Kunden. Kann ich fragen, was essen Sie gern? Ich habe das passende Gerät für Sie und das ist sogar im Betrieb. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Nicht? Das, wie man, da gibt es ja Sous-Vide-Lade und den Dampfgarer. Da bleibt ja wirklich kein Wunsch unerfüllt. Nicht? Ganz genau, das ist jetzt wieder im Kommen, Sous-Vide-Kochen, dass man das vorher vakuumiert und eine gewisse Zeit lang genau auf den Punkt bringt und dann nur mehr in der Pfanne eine Bräune gibt. Und es ist dann besonders geschmackig und auch butterweich. Sensationell. Bei dir darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Norbert. Ich sage danke, dass ich da sein durfte. War ein sensationelles Erlebnis, mit dir am Herd stehen zu dürfen. Hat mich gefreut. Ja, ich habe auch wieder ein bisschen was gelernt. Ich bin ja passionierter Hobbykoch, aber ich kann dann schon auch von den wirklichen Profis immer wieder ein bisschen was mitnehmen und das gefällt mir natürlich auch ganz besonders. Zumrin hast du wirklich schon super gemacht, also gibt es überhaupt kein Problem. Danke. Ja, dann lassen wir es uns jetzt schmecken. Dein zauberhaftes Gericht, das du uns da präsentiert hast, den Zander. Und noch einmal Dankeschön. Gell? Bitte gerne, Mahlzeit. 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 Schön, dass ihr wieder dabei wart, heute bei unserer Spezialausgabe Genuss aus Österreich, aus dem Fletzberger Küchencenter Gumpendorf. Bei mir im Hintergrund wird schon zusammengeräumt. Wir machen uns natürlich auf den Weg zur nächsten Station, wenn es wieder heißt Genuss aus Österreich. In der Zwischenzeit aber wie immer der wichtige Hinweis, genussfernsehen.at. Dort das Rezept von Norbert Steiner, von dem köstlichen Zander, den er uns da heute zubereitet hat, natürlich auch alle anderen Infos. Und die Termine, wann wir im Fernsehen zum Sehen sind. Ganz wichtig auch für uns, freuen wir uns, liked uns auf Facebook. Ich freue mich, wenn es wieder heißt, Genuss aus Österreich. Bis dahin, danke fürs Dabeisein. Pfiat euch.